Laura Maria Rüpper, ich versuche, ruhig zu bleiben. Laura Maria Rüpper macht aktuell eine schwere Zeit durch. Jetzt teilt sie ihre Probleme erneut mit ihren Instagram-Followern. Laura Maria Rüpper, 28, macht aktuell eine turbulente Zeit durch. Vor wenigen Tagen machten Schlagzeilen die Runde, dass Laura Maria von ihrem Verlobten Pietro Lombardi, 32, bei einem Streit geschüttelt worden ist, während sie ihr 6 Wochen altes Baby in der Trage hatte. Pietros Griff soll so stark gewesen sein, dass Laura Maria Blutergüsse davon am Hals trug. Nach langem Schweigen meldete sich Pietro nun selbst mit einem Statement bei seinen Fans und erklärte, was wirklich in der Gewaltnacht passiert sein soll. Er weist die Gewaltvorwürfe von sich und stellt klar, seine Frau niemals geschlagen zu haben. Inzwischen haben sich die Wogen offenbar wieder geglättet, Laura Maria und Pietro zeigten sich auf Instagram bereits wieder glücklich und wollen nach außen den Eindruck einer heilen Familie vermitteln. Denn wie Laura Maria jetzt in ihrer Instagram-Story teilt, muss sich die Zweifachmutter jetzt ganz anderen Problemen widmen. Laura Maria erklärt, Amelio sei ein Schreikind. In ihrer Instagram-Story geht Laura Maria auf die Frage von einigen Followern ein, wieso sie ihr Baby beim Sport in der Trage hat und nicht ablegen würde. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Amelio ein Schreikind und lässt sich wirklich schwer ablegen, erklärt die Zweifachmutter. Er will den ganzen Tag in der Trage ganz nah an mir sein. In einer weiteren Story erklärt sie dann, wie sie versucht, mit ihrem Schreikind umzugehen, ich versuche, ruhig zu bleiben und feste Routinen zu schaffen, um meinem Baby Sicherheit zu geben. Und weiter, Nähe und Körperkontakt wirken oft beruhigend und ein ruhiger, reizarmer Raum hilft ihm dabei, sich zu entspannen, verrät Laura. Weiter erzählt sie, dass sie und Amelio diese Woche den 2. Termin beim Osteopathen haben werden, in der Hoffnung, dass das zusätzlich zur Beruhigung beiträgt. Laura Maria hält an dem Gedanken fest, dass diese Phase auch irgendwann vorübergehen wird. Abschließend schreibt die 28-Jährige, dass ihr jede kleine Maßnahme helfe, die Situation zu meistern und diese herausfordernde Phase zu überstehen.